Und damit willkommen zu einem weiteren kleinen Spiel in meinem Adventskalender. Diesmal Encodia. Ein Point-and-Click-Action-Adventure, das ich auch schon eine Weile auf der Liste habe. Es ist futuristisch, wie ihr seht. Und ja, auch hier wieder gilt, 10 Minuten, Viertelstunde anspielen. Und wenn es euch gefällt, gerne liken, kommentieren. Okay, wir beginnen ein neues Spiel. Ja, Fiktion, alles gut. Springen wir mal. Mach's erstmal Fleisch, um hier nur schnell einen Anfang zu haben. Neil Berlin, 2062. A dark megalopolis run by corporations and corrupt politicians. Nine-year-old orphan Tina has made the streets her home. She scavenges for a living, inventing new uses for scraps. Her only friend is SAM-53, the big clumsy robot assigned to her at birth. He will do anything to protect her. SAM-53 must protect Tina. Today, Tina and Sam will discover something that may change their world. Get a free robot. A forgotten dream that will set them on an incredible journey. The journey to Encodia. Der Grafikstil erinnert mich irgendwie an was. Neo Berlin, 2. Dezember 2062. Jedes Kind kriegt erst einen Roboter am Anfang. Good morning, Tina. Today's forecast is a high of 7 degrees Celsius and cloudy, with 0% chance of rain during the day and 73% chance of rain in the evening. Would you like to hear the news? Morning, Sam. Sie schläft auf der Straße, schrägstrich auf dem Hochhaus. Oh, oh, die Kleine. Das heißt, jeder kriegt einen Roboter, also kann man den auch für alles Mögliche einsetzen. I have printed out today's to-do list. Would you like to go over it? Yeah, sure. For today, we need to procure the following. Oil for Sam 53, a new pair of socks and food for you, and a waterproof patch for our shelter. All right then, let's get going. Okay, hier sind wir. Wir haben eine Karte. Wir können wahrscheinlich die Figuren einzeln bewegen. Okay. Und wir haben einen Rucksack. Da drin ist ein Foto von Mama. A photo of Mom. Sadly, she died 3 years ago of cyberspace overdose. Cyberspace Overdose, na super. It's a list of the tasks for today. Dass es ausgedruckt wurde. Okay, was können wir denn machen? Können wir uns irgendwie in der Umgebung... Ich habe schon gucken, Vorräte. Hier bitte. Inventar schließen. A bunch of useful things I've collected. Okay, Stromkasten. We are getting electricity from that neon sun. Ah, ihr klaut Strom davon. Ah, okay, aber sobald ihr mal entdeckt werdet, war es das gewesen wahrscheinlich für euch. Gut, dann gehen wir mal Richtung Dach. Oho, was haben wir denn hier? Skin Job. Wahrscheinlich eine neue Haut, die man kriegt. It's very, very tall. Und überall Werbung. A water tank. Und wir gehen weiter zur Straße. Du warst kein Roboter, warum nicht? Weil du nicht geboren bist nach irgendwas. Und nicht Mr. Trump kann man hier dafür werben, sondern für Rumpf. Mr. Rumpf. Und interessante Symboliken auch, teilweise. Excuse me? Yes? Ist es sicher, Zwiegestalten im Schatten anzusprechen? Am I safe talking to someone so sketchy? Who works in the shadows? Do I look sketchy? I'm actually a very sweet guy. When I'm not teaching or hiding in the shadows, I spend my time cuddling Polino.
unterrichtet. With Pellino. A cute robot pet I made. I painted him like Gene Simmons. Like who? Oh, never mind. All right. I think I can trust you. Sure thing. Anything else? Who are you? And what are you doing here? I'm Eku, but don't tell my name to the police. At night, I'm a professor at the University of Neo-Berlin. But since the salary is very low, during the day I'm a dealer. An unauthorized cyber dealer. Da wissen wir ja sonst so Mutter die Überdosis hatte davon. Er ist Professor in der Nacht und man verdient so wenig als Professor in dieser Welt. Interessant. Was trägst du denn? What do you teach? I'm a robotics professor. I teach design and fabrication of flexible use small scale bots. Sounds nice. Und warum kriegst du wenig Gehalt? Why are they paying you so little at the university? Because Mr. Rumpf, the mayor of the city, doesn't care about education. That corrupt bastard. I hope he won't be re-elected. Me too. Übrigens Überwachung, wie du ja siehst. Rumpf. Was verkaufst du denn? What are you selling? Odds and ends, implants, gadgets, electronic components, and so on. Any food, robot oil, socks, a waterproof patch? Nope, sorry, nothing like that. Damn, sounds cool, but I should go now. Alright, take care. Okay. Können wir also nicht helfen. Aber nett, dass wir einen Professor für Robotik jetzt kennengelernt haben. Den können wir bestimmt irgendwann nochmal nutzen. Was ist dieses Ausrufezeichen? Ach, unsere Mission. Das ist schön. Missionsbildschirm. I hate that chubby little man. Ich hasse auch den großen orangenen Mann. Aber es hilft ja nichts. Du kannst nicht alle töten. Wie schon der Parabelritter sagte. So, Unterschrift Kreuzungen als Stadt. I need a flybus ticket to leave this place. I found one last night, and I was sure I left it by my pillow. But it's not there anymore. It must be somewhere nearby. Better look for it. Okay, wir müssen erstmal noch machen. Alles klar, das heißt, wir müssen sowieso erstmal gucken. Ein Ticket ist weggeflogen. Na, ich vermute stark, dass wir unseren Roboter mal ausprobieren müssen. Was kannst du denn? Außer feststecken. Was ist das? High Voltage Power Line. Analyse, würde ich sagen. A water tank for firefighters and sweepers. Hier ist Loch. Ah, guck an, das ist bestimmt eine Ratte. Something seems to be stuck inside the hole. My fingers are too big to fit in there. Okay, kannst du in das Loch greifen? Oder machst du es einfach so? Yeah, something bit me. Ich glaube, das ist nie gut, gebissen zu werden von irgendwas Unbekannten. Okay, wir brauchen also irgendetwas, was wir reinstecken können. Können wir eigentlich den Zettel nehmen? Nee, das Bild von der Mutter glaube ich nicht, nee. Das Sentimental ist einfach reinzustecken, in der Hoffnung, dass es zugebissen wird. Das spricht nicht für den sentimentalen Wert des Bildes. Finden wir jetzt in den Vorräten irgendetwas? Ach, warte mal, rostiger Schraubenschlüssel sehe ich gerade. Naja, du kannst damit in dem Loch rumkramen. Die Frage ist nur, ob da jemand zubeißt und oder ob wir damit etwas... Okay. Wozu brauchen wir dann einen Schraubenschlüssel? Leeres Glas. Können wir das Glas mit irgendwas füllen? Damit wir die Maus da raus bekommen. Teddybär. My old teddy bear. It's so dirty now. I don't need it. Oh, du brauchst keinen Teddybär? Ich glaube nicht. Also ich glaube doch, so, ja. So. Vorräte, der Stromkasten. Was sagst du eigentlich, Robo, zum Teddybär?
Better if it stays where it is. Tina's old teddy bear. Tina's old teddy bear. It's a bear. Da gibt's einen schönen Sketch von Goes Wrong Show. The Beer and the Bear. So, können wir hier irgendwas machen? Falsche Kombination. Was brauchen wir denn einen rostigen Schraubenschlüssel? Also mein Gefühl sagt mir doch, dass wir dieses Glas nehmen müssen. Mit irgendwas füllen. Wir halten das hier ran. Das Vieh geht... Genau. Mit einem Köder. Aber was können wir denn Essbares da reinstecken? Haben wir irgendwas Essbares? Kleine Rohrverbindung. Was ist denn das noch Schönes? Es fallen ja irgendwo mehr Teile mehr auf, die hier rumliegen. Okay, das ist die Map. Können wir das kombinieren? Wrong combination. Wrong combination. Okay, dann gehen wir auf die Straße. Vielleicht ist da irgendwo ein bisschen Essen. Ein Stück Käse oder irgendwas. Ich mache mal jetzt das Inventar aus, weil vielleicht liegt es auf dem Boden. Antennenteil. Wir haben zumindest ein gemeinsames Inventar. Wir müssen also nicht wechseln. Berlin. War nicht gerade Müll oder so? Ich glaube, Assembly ist nicht Assembly. Sind die nicht auch hinter Larry? Muss ich mal nachgucken. Kannst du da ranziehen? I cannot damage public property. Sicher. The fuse box probably controls an AC. It's locked. Ach, lass mich raten. Wir werden hier irgendwas machen. Das Ticket wird hier runterfallen auf die Klimaanlage. Okay, wir müssen also trotzdem... Komm. Ich würde mal reden mit ihm. Excuse me. Who are you? I'm Edna, but Sim, I'm a dealer. Sounds good. Alright. Okay, ich habe jetzt nichts zu essen gefunden. Ach, warte, hier, Müll. Ist das Essen? Nice. There's some rotten sushi and a broken floppy in here. Oh, verrottetes Sushi. Oh, oh. Das ist ja wunderbar. Okay, gut. Wir können also, nehme ich an, nimm das Sushi, steck. Genau. Hooray! Hooray! Hip, hip! Hooray! So, wir nehmen die Dose, stellen sie vor das Loch. Let's see if it works. Okay. Makalake im Klasse von uns mal. I've trapped a cockroach. Und wir können jetzt reingreifen. Yes. Ja. Okay, damit müssen wir ja gar nicht mehr irgendwie. Ich dachte jetzt, das Ding geht. Also so typisch Pony wäre es gewesen, dass wir jetzt irgendwie das wieder verlieren und dann einer anderen blöden Sache da rankommen. Kreuzung Altstadt. Fahren wir zur Kreuzung. Unser schönes 9-Euro-Deal. Diese Zwischenmusik, die ist ja elendig laut. Cyberjunkie. Wie die Leute, die damit auf der Straße rumlaufen mit dem Smartphone. Cyberspace Junkie. Fully immersed. I tried Cyberspace once, and it's just like Neo Berlin. Dark and stinky. You're allowed to do whatever you want. Okay, was ist das hier eigentlich? Kanaldeckel? Straße versperrt teilweise. Was gibt's hier? Rahmenladen. Elektroladen. Elektrogasse. Wir gehen nochmal in den Rahmenladen. Als letztes. Oh, winke Katze. Was haben wir denn alles Schönes hier? Ach, guckt an. Rahmen. Sehr gut. Okay, Beru? Beru? Ist das Bier? Ich bin nicht sehr gut im Japanischen. Was haben wir denn hier? Eine Karte. It's selling Japanese Beru? Food with a Beru. German touch. Nochmal, sorry, jetzt habe ich nicht zugehört. It's selling Japanese food with a German touch. Also, Schnitzel. Oder in den Augen. Schnitzel mit Ramen oder was? Hallo, Küchenchef. Excuse me.
Achso, da sehe ich gerade in seiner Hand. What do you want, little god? Don't you see I'm busy? Okay, das Spiel ist sehr schlecht abgemischt. Sie ist laut, er ist extrem leise. Wie viel Fisch hast du denn da in deinem Eimer? Sieht total viel aus. How much fish do you have in that bucket? It looks bottomless. It's not a bucket. It's the end of a very long pipe that goes deep underground into a salty artificial lake, sucking fish up. Wow, amazing. For real? No, I made it up. It's just a looped animation to save disk space. Anything else? Jetzt wäre es ja auch überall mehr Fische rausholen. Hast du kostenloses Essen oder Reste für mich? Do you have any free food or leftovers for me? Does this look like a soup kitchen? I only serve paying customers. But I don't have any credits. Come back when you get some. It's a privilege to enjoy my fine cuisine. Okay. Alright. Good luck. Gut, ich glaube, damit sind wir auch perfekt fertig. Ihr habt also gesehen, wie das Spiel so ein bisschen aufgebaut ist. Das Stäbchen kann ich nicht mitnehmen. Free. Ja. Ein paar Hashi. Ja, ich denke, damit haben wir das ganz gut mal gesehen, wie das aussieht. Und der Stil, ja, okay, die Menschen sehen ein bisschen seltsam aus. Aber ich glaube, mit so einem Roboter dran. Man sieht schon hier so ein bisschen Witz auch dabei, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das könnte auch ein interessantes Spiel werden. Wenn es euch gefällt, liken und kommentieren und wir sehen uns das vielleicht dann nächstes Jahr mal an. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss.